groß. Sie haben die ganz wichtigen Themen genannt. Die klassischen Kirchentagsthemen haben Sie ja angesprochen, die Bereiche Migration, Umwelt, Klimaschutz, Gerechtigkeit, Zusammenhalt, alles das wird ja regelmäßig bei Kirchentagen durchaus diskutiert. Es gibt zwei neue Punkte, die wir in der Vergangenheit in dieser Form hier noch nicht so hatten. Digitalisierung wird eine Rolle spielen und da wird man sich in Workshops beispielsweise über andere Formen von Gottesdiensten unterhalten. Also auch ein ganz neuer Aspekt bei einem Kirchentag. Und was auch neu ist beim Kirchentag, es gibt ein Themenzentrum Sport. Damit werden wir uns in den nächsten Tagen hier auch befassen. 2400 Veranstaltungen gibt es, ungefähr 100.000 Dauerteilnehmer erwartet. Und Sie sehen, der Kirchentag ist genauso wie im Wandel, wie die Stadt, in der er stattfindet, nämlich hier in Dortmund, wo Kohle, Stahl und Bier ewig die große Rolle gespielt haben. Und mittlerweile ist es ein Technologiestandort, ein Dienstleistungs- und Wissenschaftsstandort. Also auch da ist eine ganze Menge in Bewegung gekommen. Wir werden versuchen, heute am Freitag und am Samstag Ihnen einen Eindruck zu verschaffen von diesem evangelischen Kirchentag, der der 37. ist in der Geschichte der evangelischen Kirchentagen, und versuchen, ein wenig einzufangen von dem, was die, wie gesagt, 100.000 Dauerteilnehmer, und es werden zu den einzelnen Tagen dann auch einige mehr noch erwartet. Heute Abend alleine 200.000 beispielsweise beim Abend der Begegnung. Wir versuchen, einige von diesen Eindrücken für Sie einzufangen. Die Erwartung jedenfalls an diesen Kirchentag ist groß, auch in Dortmund und auch bei denen, die hier teilnehmen werden, beispielsweise auch das typisch für Kirchentage, die Chöre. Schauen Sie selbst. Der Gospelchor Adai aus Frankenberg. Viele hier werden bei der Eröffnung des Kirchentages kommende Woche beim großen Chor auf dem Hansaplatz mitsingen. Und so üben sie schon seit Wochen. Chorleiter Peter Riesenberg hatte die Idee, am Kirchentag in Dortmund teilzunehmen. Für ihn hat der jedes Mal eine besondere Bedeutung. Er war schon bei mehreren Kirchentagen dabei. Dieser Wechsel zwischen Event und in sich gehen, also sozusagen einfach ja, die Ruhe zum Glauben zu finden und den Glauben auch dann wirklich auszuleben in der Musik, beides zu haben. Am Abend vielleicht zum Schluss den Tag mit einem Gebet zu beenden und in seiner ja, vielfachen Darstellung den Kirchentag wirklich in allen seinen Formen zu erleben. Auf das gemeinsame Singen im Chorprojekt des Kirchentages aber, darauf freuen sich hier viele ganz besonders. Ich finde, das ist einfach eine große Sache, so in so einer großen Gruppe und gemeinsam diese Lieder vorzutragen, das ist einfach toll. Also Kirchentag in Dortmund ist was ganz Besonderes für uns, weil das natürlich vor der Haustür ist und die Stadt mal in dem Bild von so vielen Menschen, die wir dann willkommen heißen, die alle wegen des Kirchentages kommen, ist was Besonderes. Doch wie ist das für die Dortmunder, wenn 100.000 Menschen zum Kirchentag kommen? Was bedeutet Kirchentag für sie? Ich werde da mal gucken, was es so für Veranstaltungen gibt. Vielleicht mal vorbeischauen, aber bisher habe ich noch nicht so viele Berührungspunkte damit. Sehr, sehr viele Menschen kommen hierher und schauen sich unsere Stadt an. Ist eigentlich ein schönes kulturelles Fest. Die Kirche verschwindet ja im Hintergrund und durch solche Tage ist das ja alles wieder vorne und dann kommen die Gedanken und man kann sich viel besser darauf einrichten. Klar ist, der Kirchentag lockt durch Großveranstaltungen, wie vor 2 Jahren in Berlin. Die wird es auch in Dortmund geben, etwa am Ostentor, für einen der Eröffnungsgottesdienste mit 50.000 Menschen. Teile des Walls werden dafür gesperrt. Doch der evangelische Kirchentag ist mehr als ein Fest unter Christen. Kirchentag will für alle offen sein und vor allem Antworten suchen auf die großen Fragen unseres Zusammenlebens. Daher sind viele Politiker eingeladen, etwa Kanzlerin Merkel als Gesprächspartnerin. Für den Journalisten und Präsidenten des Kirchentages, Hans Leindecker, liegt genau darin die Bedeutung dieses Kirchentages. Dieser Kirchentag ist sicherlich ein politischer Kirchentag. Wir verbinden immer beides. Großes Glaubensfest mit 580 Veranstaltungen, großes gesellschaftliches Forum mit ganz vielen Veranstaltungen, ganz viel Kultur. Aber die Verbindung ist es, die den Kirchentag am Ende ausmacht. Nur ich glaube, wenn man aufs Programm schaut, stellt man fest, es ist ein politischer Kirchentag, weil er sich halt auch großen Glaubensfragen, aber auch großen gesellschaftlichen Fragen stellt. Hans Leindecker ist investigativer Journalist, hat selbst jahrelang in Dortmund gelebt, bis 1980. Seitdem hat sich die Stadt verändert. Er meint, der Kirchentag profitiert vom neuen Dortmund
und umgekehrt. So, und da sind wir wieder live in Dortmund, wo es heute ganz besonders schön warm ist. Wir sind hier angeblich noch 27 Grad im Schatten. Es kommt uns hier in der Sonne naturgemäß ein klein wenig mehr vor. Und wir wollen ein bisschen gucken auf die Losung dieses evangelischen Kirchentages des 37. Was für ein Vertrauen ist die Losung? Und da frage ich Beatrice von Weizsäcker, die nicht nur Autorin ist, Juristin, sondern vor allem auch Präsidiumsmitglied des evangelischen Kirchentages. Was ist der Hintergrund für diese Losung? Der Hintergrund der Losung ist, die Losung wird ja immer im Präsidium bestimmt. Und wir hatten verschiedene Stichworte und Themenbereiche, die wir uns ausgedacht haben. Und es war der Wunsch unserer jungen Leute des Jugendausschusses. Die wollten gern das Wort Vertrauen haben. Was ich sehr interessant finde, weil es sehr viel über ihre eigene Situation aussagt. Die Unruhe, die Unsicherheit, die sie begleitet in ihrer Biografie, in ihrem Leben. Denen war es ganz wichtig, das auch offen zu halten, das Vertrauen. Und wir sind auf diese Stelle gekommen und für mich war es ein großes Anliegen zu sagen, was für ein Vertrauen, aber ohne ein Satzzeichen am Ende. Das heißt aber, je nachdem, wie man es betont, ist dann die Frage, was ist das eigentlich für ein Vertrauen? Oder wenn man es anders betont, ist es, was für ein Vertrauen, also das ist eigentlich ja, ins Leere geht. Also wie würden Sie es deuten? Also ich deute das bewusst offen. Also man kann sagen, ist das ein tolles Vertrauen, dieses Gottvertrauen. Gott hilft mir, ist ein tolles Vertrauen. Man kann ängstlich sein. Ich fürchte mich, ich schaffe das nicht. Was ist das für ein Vertrauen? Kann ich das? Man kann es wütend sagen. Was ist das für ein idiotisches Vertrauen? Das klappt ja doch nicht, so in der Art. Man kann es auch hämisch sein. Seid ihr eigentlich naiv? Vertraut ihr in der heutigen Zeit? Vertraut ihr noch? Und ich mag die Vielseitigkeit, die Offenheit, die dran steht. Und ich wünsche mir, dass doch die Menschen vielleicht von diesem Kirchentag wieder nach Hause kehren und sagen, was für ein Vertrauen. Ja, das kommt vielleicht auch in meinem Leben vor. Das hat für mich eine Bedeutung. Muss nicht immer unbedingt mit dem lieben Gott was zu tun haben, aber vielleicht auch Selbstvertrauen. Was traue ich mir zu? Was kann ich? Solche Sachen. Aber wir leben in Zeiten, wo Vertrauensverlust leider eine ganz große Rolle spielt. Vertrauensverlust in Gesellschaft, Vertrauensverlust sowieso in Politik, aber eben auch in Kirche. Wie kann so ein Kirchentag wie dieser hier, wie kann der Vertrauen wiederherstellen? Und vor allem durch wen, in wen und mit wem? Das ist immer eine schwierige Frage. Das betrifft das Verhältnis Kirche und Kirchentag. Wir sind ja eine Laienbewegung. Wir arbeiten natürlich mit der Kirche sehr stark zusammen. Und man muss auch sagen, die Kirche profitiert auch sehr von diesen Kirchentagen, wie wir auch von der Einladung der Landeskirche profitieren. Aber es geht natürlich ein besonderer Geist aus, der in den Gemeinden sich widerspiegelt. Es kommen ja sehr viele junge Leute aus den Gemeinden hierher und helfen. Diesen Pfadfinder helfen überall. Und das macht ganz viel in den Gemeinden aus. Und da ist die Kirche ja verortet. Also Kirche ist ja nicht ein abstrakter Bischof, sondern Kirche ist die Gemeinde da, wo wir in der Kirche sind, wo wir leben. Also es ist die Gemeinschaft, die Vertrauen erzeugt in erster Linie. Oder ist es der Glauben? Oder muss es zusammenkommen? Das muss nicht zusammenkommen. Das ist, bei Vertrauen kann es kein Muss geben. Es ist natürlich schön, wenn man eine Gemeinschaft, eine kirchliche Gemeinschaft hat, in der es Vertrauen gibt. Wo nehmen Sie Ihr Vertrauen her? Sehr stark aus meiner eigenen Kirche, die in München eine katholische ist. Ich singe da in einem Chor und das ist eine Gemeinschaft von Jung und Alt, wo es wirklich auch darum geht, sich auch mal zu umarmen, wenn es einem schlecht geht, miteinander zu lachen, Sachen zu machen, sich zu helfen. Das ist für mich der Inbegriff von einer Kirche, in der ich gern bin, die ganz viel mit dem Glauben zu tun hat. Was ist für Sie das Wichtigste an diesem Kirchentag hier, bei diesem 37. Deutschen Evangelischen Kirchentag, was die Themen angeht? Das ist sehr schwer zu sagen. Ich hoffe, dass der Kirchentag nicht zu sehr polarisiert. Also wir haben hier jetzt gegenwärtig, ich muss das nicht ausführen, sehr viele sehr strittige Themen und es ist auch politisch sehr viel los und natürlich ist der Kirchentag offen für Debatten, das soll es auch sein, es war immer Zeitansage und so weiter, aber ich hoffe, dass da auch positive Impulse von ausgeht, dass nicht sozusagen nur ein Aufeinander rumgehacke ist, sondern dass man vielleicht mit einem positiven
Gefühl da wieder herausgeht. Wir werden es beobachten. Und Ihnen vielen Dank und viel Spaß hier. Der Kirchentag ist ein organisatorisch sehr aufwendiges Event, sagt man ja heute gar nicht mehr Veranstaltung. Ich habe schon gesagt, mehr als 2400 Veranstaltungen, Einzelveranstaltungen gibt es, darunter alleine 600 kulturelle. Natürlich Podien, Diskussionen, Workshops und alles, was dazugehört. Das Ganze, wie gesagt, ein großer organisatorischer Aufwand und wo viele Menschen zusammenkommen. Heute Abend geschätzt beim Abend der Begegnung bis zu 200.000 werden da erwartet. Ist natürlich auch immer eine Frage der Sicherheit. Um welche Sicherheitsvorkehrungen bei diesem Kirchentag handelt der folgende Beitrag. Der Vorstand des Kirchentages, Carsten Kranz, hat Verstärkung mitgebracht. Feuerwehr, Polizei, Stadtwerke, Stadt, sie alle sind dabei, wenn es um das Thema Sicherheit bei Großveranstaltungen geht. Feuerwehr und Polizei etwa werden rund um den Kirchentag besonders beansprucht. Auf der einen Seite die Versorgung der Dortmunder wie sonst auch, dazu der fünftägige Kirchentag. Also wir haben eine Urlaubssperre angeordnet, wir fahren unsere Funktionsstärken hoch, das heißt die Kollegen müssen dann in dem Monat ein oder zwei Schichten mehr machen. Wir alleine verstärken uns um 70 Einsatzkräfte bei Feuerwehr und Rettungsdienst an den Spitzentagen, wo die Großveranstaltung Abend der Begegnung und Abschlussgottesdienst sind, bekommen wir auch Hilfe von außerhalb. Das werden auch nochmal so roundabout 600 Kräfte sein, die dann zusätzlich auf die Beine gestellt werden. Natürlich greifen wir auf Polizeikräfte aus dem Land zurück. Ich habe vorhin erwähnt, dass wir auch Spezialkräfte zu bestimmten Situationen auch am Start haben werden. Wenn WIPs hier hinkommen, der Bundespräsident ist angesprochen worden. Natürlich versuchen wir Lage angepasst, auch unsere Fachleute, und die haben wir im ganzen Land verteilt, natürlich nach Dortmund zu holen. Alle Notfälle seien durchgespielt und ins Sicherheitskonzept eingeflossen. Über die Details wurde nicht gesprochen, üblich beim Thema Sicherheit. Klar ist, Bundeskanzlerin Angela Merkel wird kommen und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wie hier beim Kirchentag vor 2 Jahren. Deren Schutz übernehmen die Behörden. Doch die Besucher müssen auch geschützt sein durch Einlasskontrollen, etwa bei geschlossenen Veranstaltungen, um Störer auszusortieren. Das wird Aufgabe des Kirchentags sein. Für die Veranstaltungen ist grundsätzlich der Veranstalter natürlich verantwortlich und die Polizei berät. Erste Schulung des Kirchentages. Es ist eine Art Führungskräfteseminar. Wer eine Halle leitet oder Helfer beim Kirchentag koordiniert, ist da. Etwa 300 Ehrenamtliche übernehmen den Job. Es geht an diesem Wochenende auch um das Thema Sicherheit. Wir sprechen die wichtigsten Szenarien durch, die wir auch vorher mit den Behörden abgesprochen haben, sensibilisieren nochmal auf gewisse Themen, schulen den Umgang mit herausfordernden Situationen und versuchen den Planungsstand, den wir jetzt seit 2 Jahren erarbeitet haben, gut an Ehrenamtliche zu vermitteln. Wer bei dieser Schulung war, wird sein Wissen weitergeben an die anderen etwa 4000 ehrenamtlichen Helfer. Denn es braucht geschulte Führungskräfte und Ordner, um Großveranstaltungen entfluchten zu können. Doch Einlasskontrollen dürfen nur speziell geschulte Kräfte übernehmen. Ob neben den ehrenamtlichen Helfern auch Sicherheitsdienste im Einsatz sein werden, das blieb offen. Viel Aufwand und viel Organisation also hier in Dortmund. Gastgeber bei diesem 37. Deutschen Evangelischen Kirchentag ist übrigens die Evangelische Kirche von Westfalen, eine von 20 Untergliederungen der Evangelischen Kirche von Deutschland. Und Kirchentagsbeauftragte für die Evangelische Kirche von Westfalen ist Marit Günther, und mit der habe ich vor 2 Stunden gesprochen. Wir sprechen gut 2 Stunden vor dem Eröffnungsgottesdienst. Was haben Sie aktuell noch zu regeln oder was haben Sie in den letzten Stunden regeln müssen? Zum Glück nicht mehr viel. Es gibt ja irgendwann den Punkt, wo man alles in gute, vorbereitete Hände gibt von Mitarbeitenden, die jetzt alle mit dabei am Start sind. Und da kann man ganz die Losung üben, was für ein Vertrauen und es in diese Hände geben. Und jetzt freuen wir uns einfach auf einen wunderbaren Kirchentag. Die Evangelische Kirche von Westfalen ist eine der Untergliederungen der Evangelischen Kirche in Deutschland, die viertgrößte, und sie ist Gastgeber hier. Was bedeutet das für die Evangelische Kirche von Westfalen, einen solchen Kirchentag hier auszurichten? Ganz viel. Gastgeberschaft bedeutet, von dem Bett, das man den Leuten zur Verfügung stellt, bis hin zu programmatischen Anteilen. Also wir haben geholfen bei den Privatquartierenkampagnen, bei der Betreuung von den Schulen, für die vielen Leute, die in den Schulen schlafen, aber auch Mitarbeitende zu gewinnen in den Gemeinden und Teilnehmende. Wir haben sehr viele Teilnehmende aus Westfalen, was uns wirklich sehr freut. Und programmatisch sind wir im Zentrum Wandel dabei, wo es darum geht, um gesellschaftlichen, kirchlichen und auch ganz persönlichen Wandel, beim Zentrum Sport, wo wir die Werte von Kirche und Sport in den Fokus rücken, und heute Abend beim Abend der Begegnung, wo wir alle ganz herzlich willkommen heißen. Sie waren schon beim Kirchentag Berlin-Wittenberg beteiligt. Was ist der Unterschied zu dem hier in Dortmund?
Der größte Unterschied? Der größte Unterschied? Ich würde sagen, der rote Faden Migration und Integration. Der durchfädelt sich diesmal durch alle Veranstaltungen. Also von der Vorbereitung bis zu den Inhalten haben wir immer irgendwo etwas mit Integration und Migration dabei. Und das finde ich ein ganz tolles Projekt. Was ist die größte Herausforderung hier in Dortmund? Die größte Herausforderung waren die Privatquartiere. Wir haben zuerst gedacht, es geht schneller, die zu finden. In Berlin war es schneller, aber wir sind ja auch keine Millionenstadt. Also von daher, wir haben jetzt alle gefundenen Quartiere und darüber sind wir sehr froh. Kommt Ihnen ja unter Umständen entgegen, dass zumindest Stand heute weniger Dauerteilnehmer wohl teilnehmen werden, als ursprünglich mal geplant oder gehofft? Da wissen Sie mehr als ich. Die Zahlen heute bei der Pressekonferenz habe ich nicht mitbekommen. Mein Stand von gestern war, dass es ein sehr guter Stand ist, vor allem von den Teilnehmenden aus Westfalen. Und aber an einzelnen Tagen kommen natürlich sowieso immer noch mehr dazu. Irgendwie, das ist ja die Tradition bei Kirchentagen. Sie haben das Themenzentrum Sport schon angesprochen. Wie kommt man auf die Idee, Sport und Kirche zu verbinden oder Sport und Kirchentag? Dortmund ist bekannt als Fußballstadt. Aber Dortmund und die ganze Region ist sportbegeistert. Und das wollten wir einfach mal thematisieren. Das ist eine Premiere auf dem Kirchentag, wie Sie sagten. Und es ist, glaube ich, auch sehr unbekannt, dass Kirche und Sport sehr viel miteinander zu tun haben. Von den Werten, die ich vorhin angesprochen habe, wie Fairness, wie Respekt, wie Vertrauen. Ganz viele Werte gucken wir an, sowohl im Aktivsport als auch auf den Podien, wo wir auch zum Beispiel über Integrationsmodelle sprechen. Aber auch Großveranstaltungen. Sport macht Großveranstaltungen, wir machen Großveranstaltungen. Was ist Ihr persönlich wichtigstes Anliegen für diesen Kirchentag? Dass alle begeistert nach Hause fahren und dieses, was wir hier erleben, mit nach Hause tragen und eine wunderschöne Zeit hier haben. Frau Günther, vielen Dank. Begeisterung, die war heute Nachmittag hier schon spürbar, wenn man hier mit Straßenbahnen gefahren ist oder auch so unterwegs gewesen ist, wie das so immer ist bei Kirchentagen. Die Atmosphäre einer Stadt verändert sich schlagartig von einer Stunde auf die andere. Und ich mache es jetzt kurz an dieser Stelle, denn in diesen Sekunden beginnt der Eröffnungsgottesdienst. Wir melden uns dann später wieder. Was für eine Zeit, in der ich nicht aufhöre zu träumen, dass das Wort noch etwas zählt, in der ich balanciere auf dem Lebensfaden und das Netz erahne, das mich fängt, wenn ich falle. Gott vertrauen. Im Namen Gottes, Ursprung des Lebens. Im Namen Jesu Christi, Ursprung der Liebe. Im Namen des Heiligen Geistes, Fülle des Lebens. Friede sei mit euch. Amen. Was für ein Gott, was für eine Zeit, was für ein Vertrauen. Wie bringen wir das zusammen?
Herzlich willkommen im Eröffnungsgottesdienst des Deutschen Evangelischen Kirchentages in Dortmund 2019. Was für ein Vertrauen! Ist es eine Frage, Aussage oder beides? Vor uns liegen 5 Tage, in denen wir zuhören, diskutieren, beten, feiern und manchmal auch schweigen. Danke Dortmund, dass wir hier sein dürfen, in den Quartieren, in den Messehallen und Kirchen, auf den Plätzen und vor allem bei den Menschen dieser Stadt. Wir freuen uns auf eine Stadt mit dem Herz am richtigen Fleck. Es ist gut, dass wir hier sind. Aus allen 4 Himmelsrichtungen kommen Bänder mit Luftballons. Die laufen hierher durch sie hindurch zu einem Kreuz. Sie werden zum Kreuz. Sie verbinden uns miteinander, verbinden uns mit Gott. Zu dir, Gott, kommen wir als erstes aus dem Süden. Federleicht, sorgenschwer, in Balance, aus dem Lot. Freund, du bist ein Pastor, du bist ein Soldat. Ich habe dir vertraut, du hast mein Vertrauen missbraucht. Ihr seid meine Schwestern, ihr seid meine Brüder. Ich will den Mut haben, darüber zu sprechen. Ich will mich euch anvertrauen. Ich will, dass ihr mir zuhört. Doch ich habe Angst. Angst, dass ihr mir nicht glaubt. Ich habe Angst, dass ihr sagt, es ist meine Schuld gewesen. Ich habe Angst, dass es wieder passiert. Helft mir. Hört mir zu, wenn ich mich euch anvertraue. Glaubt mir, wenn ich mich euch anvertraue. Glaubt an mich, damit ich selbst auch wieder glauben kann. Schweigt nicht mehr. Zu dir, Gott, kommen wir, jetzt aus dem Norden, federleicht, sorgenschwer, in Balance aus dem Lot. Neulich fragt mich ein Freund, wie geht's dir? Und ich erwische mich dabei, wie ich antworte, könnte schlimmer sein. Und gleich bin ich den Gedanken leid. Was, wenn's wirklich schlimmer wird? Könnte schlimmer sein. Gleich rumort mir dieser Gedanke durch den Magen, hoch ins Hirn und wieder runter. Bis in meinen Hasenfuß. Ich trage die Angst wie einen rostigen Orden, seit vielen Jahren schon. Jede Unsicherheit nimmt mir die Lust aufs Neugierigsein. Klar könnte es schlimmer sein, das könnte es wohl immer, aber was, wenn es doch schlimmer wird? Was, wenn ich in der nächsten Sekunde versage, in der übernächsten sterbe, um dann in Ewigkeit nichts zu sein? Wer erklärt das meiner Tochter? Wer trägt mein Andenken und wer die Verantwortung? Wer erinnert sich für mich an all die wunderschönen Dinge, die da kommen könnten? Und wer würde die kleinen Katastrophen wegtrösten? Ich wäre ja nicht dabei. Ich könnte ja noch nicht einmal mehr ängstlich werden. Nichts könnte schlimmer sein.
Zu dir, Gott, kommen wir, jetzt aus dem Westen, federleicht, sorgenschwer, in Balance aus dem Lot. Wenn ich morgens auf mein Handy schaue und die Neuigkeiten lese, treffen zwei Welten aufeinander. Instagram und Tagesschau. Die beiden Apps könnten nicht unterschiedlicher sein. In der einen App eine perfekte Welt mit wunderbaren Bildern, tollen Erlebnissen und Sonnenschein pur. Es gibt keine Schwierigkeiten, keine Sorgen, keine Ängste, nur die Suche nach dem perfekten Bild. In der anderen App Krieg, Korruption, Brexit, Umweltzerstörungen, Hetze gegen Fremde. Die Welt zeigt ihre hässliche Seite und ich sehe, was wir Menschen mit ihr machen. Und dazwischen stehe ich, zwischen der perfekten Illusion und der grausamen Realität und frage mich, wo mein Platz in dieser Welt ist. Wie passe ich in diese zerrissene Welt hinein? Gott spricht, ich bin da. Wenn du durchs dunkle Tal gehen musst, ich gehe mit. Wenn dich deine Kraft verlässt, ich stütze dich. Wenn du Angst vor der Zukunft hast, ich habe einen Platz für dich. Aus dem Süden, Norden, Westen und jetzt aus dem Osten kommen wir zu dir, Gott, sind bei dir und du bist da. Ihr habt mir zugehört. Ihr habt mir geglaubt. Ich weiß jetzt, es war nicht meine Schuld. Frauen sind nicht schuld an ihrer Vergewaltigung. Niemals. Ich will mich nicht mehr schämen. Schämen soll sich der Täter, der auf meinem Körper Krieg geführt hat. Ich bin stark. Das Geschehene ist nicht vergessen und das wird es auch nie. Aber diese Erfahrung bestimmt nicht den Rest meines Lebens. Gerade neulich erwische ich mich selbst dabei, wie ich aller Zukunft zum Trotz das Jetzt feiere, wie ich Morgen durch Heute, Angst durch Liebe und Fragen durch Vertrauen ersetze. Ich erwische mich dabei, wie es mir egal ist, ob das nun logisch und erklärbar ist, angesichts der nächsten und übernächsten Sekunden, in denen immer alles enden kann. Wie ich lerne, dass Händehalten immer in beide Richtungen funktioniert und dass der, der trägt, irgendwie auch getragen wird. Und ich will noch nicht einmal mehr ängstlich werden. Nichts kann besser sein. Wenn ich morgens auf mein Handy schaue und die Neuigkeiten lese, dann treffen zwei Welten aufeinander. Denn da gibt es Menschen, die auf ihrem Social-Media-Kanal über ihre Depression schreiben. Die, die den Tod ihres Partners nicht verarbeiten können und darüber posten und sich Hilfe suchen. Die, die ihre Sorgen und Ängste mit anderen teilen und sich gegenseitig Mut machen.
Und auch in der Tagesschau gibt es gute Nachrichten. Ich sehe junge Menschen auf die Straße gehen, die gegen die Klimapolitik demonstrieren. Der Bundestag ermöglicht die Ehe für alle. Neuseeland zeigt Solidarität mit der muslimischen Gemeinschaft. Und ich habe Hoffnung. Hoffnung, dass die Welt nicht schwarz oder weiß sein muss, sondern sich in vielen Farben zeigt. Gott, wir hören voneinander, wir feiern zusammen, wir reden miteinander und wir suchen, wir möchten vertrauen anderen Menschen, uns selber, dir Gott. Wie geht das? Wie üben wir Vertrauen? Wir suchen gemeinsam hier in Dortmund. Lass uns spüren, du bist uns nah. Lass uns mutig sein, neugierig bleiben auf diesen Kirchentag, auf das Leben, auf dich, Gott. Amen. Die Bänder mit Luftballons, sie werden zum Kreuz. Sie werden zu einem Kreuz auf der Kreuzung.
Sie sind verbunden an einem besonderen Kreuz, am Hildesheimer Versöhnungskreuz. Es ist ein Zeichen für Schuld. Es ist ein Zeichen für das Reden miteinander, das Streiten und das Versöhnen. Das Kreuz ist ein Zeichen des Vertrauens, das enttäuscht wird, und für Vertrauen, das gewagt wird. Wie eine Sperre liegt es am Boden, aber aufgerichtet wird das Kreuz zum Wegweiser. Hier kommen wir zusammen mit dem Sorgenschweren und Federleichten. Am Kreuz, dem Ort, der Leben auf den Kopf stellt. Aber da ist eine Hand auf meiner Schulter und Worte an meinem Ohr, die stärken mein Vertrauen. All das kennt Hiskia. Das ist lange her. Der Mann Hiskia ist ein König, König von Israel. Und den Menschen geht es gut. Hiskia wohnt in Jerusalem. Er will ein guter König sein. Er vertraut auf Gott und auch das Volk vertraut auf Gott. Den Menschen geht es gut, viele Jahre lang. Es gibt Frieden. Die Menschen haben Arbeit und sie feiern. Sie leben gut. Hiskia ist zufrieden. Doch dann, es gibt Krieg. Ein anderer König kommt. Der hat viele Soldaten. Die Menschen haben Angst. Sie fragen sich, worauf kann ich vertrauen? Auch Hiskia hat Angst. Er denkt an Gott und fragt sich, wie kann ich Gott vertrauen? Hiskia vertraut und bleibt in Jerusalem. Ein Bote geht zu Hiskia und er sagt, ich komme vom anderen König. Der ist sehr mächtig, der gewinnt den Krieg, du aber verlierst den Krieg. Aber trotzdem bleibst du in Jerusalem. Ich staune und ich bin überrascht. Du traust dich ja was. Was für ein Vertrauen du hast. Auf was verlässt du dich? Wo nimmst du dein Vertrauen her? Das sagt der Bote. Dann geht er. Hiskia hat Angst. Er zittert. Er denkt voll Angst, alles ist verloren. Da kommt ein Mann zu Hiskia. Der heißt Jesaja. Der Mann ist klug, denn Gott redet mit ihm. Jesaja sagt, der andere König wird verlieren. Und am nächsten Tag, der andere König ist weg. Die Soldaten sind weg. Hiskia wundert sich. Er spürt, die Angst geht weg. Gott hilft mir. Ich kann Gott vertrauen. Ein Vertrauen, liebe Kirchentagsgemeinde. Es steckt in jeder Silbe dieser wunderbaren Geschichte, die wir da eben gehört haben. Hiskia setzt alles auf sein Gottvertrauen und er bekommt sie zu spüren, die ungeheure Energie, die darin verborgen liegt, wie unerwartet sie ihm zufließt, wie wundersam ihn Gott selbst darin begegnet, der so heilsam sein Leben kreuzt. Was für ein Vertrauen. Das fragen wir heute ausgerechnet hier auf Dortmunds größter Kreuzung. Für gewöhnlich musst du hier sehen, wie du rüberkommst und höllisch aufpassen, dass du nicht unter die Räder gerätst. Und wir feiern Gottesdienst. Mittendrin,
Wir hören Worte, Klänge, Stille statt Motorenlärm. Wir hören die Signale der Notrettungswagen auch. Wir singen und beten und wir glauben, dass dadurch etwas in Bewegung kommt, in uns, in unserer Welt, in Gottes Herz. Denn Gott traut es uns zu, setzt auf unsere Liebe, setzt auf unsere Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit, setzt auf unsere Solidarität. Was für ein Vertrauen! Manche nennen es Unsinn und wenden sich ab. Manche nennen es naiv und lachen darüber. Manche nennen es riskant und regen sich auf. Manche nennen es mutig und werden neugierig. Manche ahnen, es liegt eine so ungeheure Kraft darin und sie wünschen uns sich nichts als mehr davon. Hast du sie selbst schon einmal gespürt, diese Kraft? Erfahren, wie Vertrauen trägt, wenn du es wagst? Und wie es dich in die Pflicht nimmt, wenn andere es dir schenken? Hiskia wagt es und ahnt, dass sein Vertrauen nicht trügt, gegen alle Vernunft, gegen jeden neunmal klugen Rat. Und insgeheim schlottern ihm die Knie, diesem mächtigen Mann. Alles stand ja auf dem Spiel, seine Macht, sein Ruf, sein Volk. Hiskia packt die Angst. Aber das Blatt wendet sich, es kommt anders, anders als erwartet, heilvoll anders. Er erwacht wie aus einem bösen Traum. Kann das sein? Was ist das für ein Vertrauen, das du immer noch nicht aufgibst? Die Worte des fremden Boten hallen in Hiskia nach. Und zugleich fühlt er etwas in sich aufkeimen, so unerhört zart und doch so unerwartet stark. Was mag das sein? Etwas wie eine hoffnungsvolle Ahnung, die sich so hartnäckig in deine Angst verbeißt, wie ein heilsames Gegengift oder doch eher wie eine wundersame Engelskraft. Und plötzlich, du weißt nicht wie, da spürst du den zarten Grashalm Hoffnung, an den du dich klammerst, wie ein dickes Ankertau in deiner Hand. Und du hältst dich daran fest, du wagst es, lässt dich ein auf das Leben, auf den, der das Leben gab und der das Leben will, für dich und für alle. Was für ein Vertrauen! Die Vertrauensfrage stellte sich für den Dortmunder Kirchentag nicht von ungefähr. Junge Menschen haben sie ins Spiel gebracht. Sie ahnen, ohne Vertrauen lässt sich nicht leben. Und sie spüren, Vertrauen schwindet an so vielen Stellen. Vieles, was lange so selbstverständlich schien, wackelt. Scheinbare Sicherheiten geraten ins Wanken. Du weißt nicht mehr, worauf und auf wen du dich überhaupt noch verlassen kannst. Das Gespür dieser jungen Menschen ist wie ein Seismograph. Akribisch genau zeigt er Erschütterungen auf. Erschütterungen der Fundamente, auf denen wir alle stehen. Was ist das für ein Vertrauen, dass es mit der Erde doch noch einmal gut ausgeht und das Klima noch zu retten ist? Was ist das für ein Vertrauen, dass Europa eine Zukunft hat und unsere Demokratie? Wann hört das Sterben im Mittelmeer auf? Wer stoppt Fake News und Hassparolen? Und ob man verlorenes Vertrauen je wiederfinden kann? Ob sich zerstörtes Vertrauen heilen lässt? Auch da, wo es so tief erschüttert ist, so schändlich missbraucht, so perfide ausgenutzt, auch von uns, auch in unserer Kirche, kann Vertrauen wachsen? Neu? Und was können, was müssen wir dazu tun? Wir ahnen es längst. Es müssen nicht Männer auf Rossen sein, die Feinde, so wie damals bei Hiskia. Was unser Leben bedroht, was Menschen demütigt, was die Zukunft verdunkelt, das hat so viele Gestalten und so viele Gesichter und so verschiedene Namen.
Aber es keimt weiter. Gott sei Dank, es keimt weiter auf. Immer noch und immer neu, immer stärker und jetzt erst recht jenes Etwas, jene hoffnungsvolle Ahnung, die sich in deine Angst verbeißt, wie ein heilsames Gegengift, wie eine wundersame Engelskraft, mit der Gott selbst so unerhört zart, so unerwartet stark dein Leben kreuzt. Da finden Menschen heraus aus den Tälern ihrer Angst, weil man ihnen endlich zuhört. Da richten sich Menschen auf aus dem Sumpf von Demütigung und Gewalt, weil man ihnen endlich Glauben schenkt. Endlich jemand, der einschreitet. Da wendet sich dein Blick und du siehst die Welt mit anderen Augen. Du entdeckst Möglichkeiten, die sich dir bieten und du gewinnst das Leben zurück, wie Hiskia. Der setzt alles Erdenkliche daran zu verhindern, was unausweichlich scheint. Er lässt Mauern verstärken, Tunnel graben, Wasserleitungen legen. Er weint, er betet, er liegt Gott in den Ohren. Alles Menschenmögliche schöpft er aus. Und er hält ihn fest, unbeirrt, diesen zarten Hoffnungshalm, diesen kostbaren Lebensfaden. Und der trägt ihn wie ein Ankertau, weil Gott ihn in Händen hält. Ein Segen, dass es sie gibt, all diese Hiskia-Geschichten, damals wie heute. Geschichten gegen die Angst, Geschichten voll Kraft und voll Hoffnung, Geschichten voll Vertrauen. Wir werden nicht aufhören, sie zu erzählen, immer und immer wieder. Wir sind sie all jenen schuldig, die diese Kraft in ihrem Leben gerade so schmerzlich vermissen. Was für ein Vertrauen, liebe Kirchentagsgemeinde. Das fragen wir uns und das lassen wir uns fragen. Hier mitten auf dieser Kreuzung, wo du für gewöhnlich höllisch aufpassen musst, dass du nicht unter die Räder kommst. Eine Zeit lang halten wir den Alltag an und das Getöse auf. Und so gewinnt das Vertrauen Raum, in dem Gott so unerhört zart, so heilsam und so heilvoll unser Leben kreuzt, stark. Dafür steht es, das Kreuz, dass nichts und niemand uns trennen kann von ihm und seiner Liebe. In den kommenden Tagen werden wir diesen Vertrauensraum entdecken. Wir werden die Kräfte aufspüren, die darin verborgen liegen. Wir werden uns an ihnen stärken, um dann, ja, dann gemeinsam aufzubrechen, einem neuen Morgen entgegen. Amen.
Wir bitten Sie um eine Kollekte. Einerseits für die Flüchtlingsarbeit der Waldenser auf Sizilien und die Unterstützung evangelischer Schulen durch das Gustav-Adolf-Werk. Wir sind hier zusammen und feiern im Vertrauen auf Gott und auf die Menschen. Und gleichzeitig wissen wir, das geht nicht allen Menschen so. Das geht nicht allen so. Wir sammeln die Kollekte für die Menschen aus Syrien, in Syrien, die ihr Land, ihre Familien und Freunde verlassen und fliehen. Wir sammeln Geld für die Gemeinden in Italien, die Türen und Herzen öffnen, um Geflohenen Heimat zu schenken. Alles, was Sie geben, das wird geteilt. Und wir danken Ihnen im Namen derer, denen das hilft. In den nächsten Minuten kommen Helferinnen und Helfer zu Ihnen, gehen durch die Reihen, um die Kollekte einzusammeln. Gott segne Geberinnen, Geber und die Gabe. Amen. Liebe Kirchentagsgemeinde, liebe Schwestern und Brüder, endlich sind wir wieder beisammen. Wir haben lange auf diesen Tag gewartet, uns vorbereitet und gefreut. Kirchentag ist jedes Mal wie nach Hause kommen. Selbst die Papphocker sind einem vertraut. Wir sind in diese Stadt gekommen, um einander zuzuhören
um voneinander zu lernen und Kraft zu finden im Glauben. Danke, Dortmund, dass ihr uns aufnehmt. Unsere Herzen sind voller Erwartung. Unsere Herzen sind voller Erwartung und denjenigen, die zum ersten Mal dabei sind oder noch abwartend am Rand stehen, möchte ich zurufen, ihr seid willkommen. Lasst euch begeistern. Viele Themen werden uns in den kommenden Tagen beschäftigen. Doch hinter allen schaut immer das eine Thema hervor. Was für ein Vertrauen. Das ist unsere Losung. Und unsere Losung macht uns stark, weil unser Vertrauen auf Gott uns stark macht. Ganz besonders möchte ich die jungen Besucher begrüßen und mich bei euch bedanken. Danke, dass ihr euch... Danke, dass ihr eure Eltern, dass ihr eure Großeltern mitgebracht habt. Danke, dass ihr den alten Dampf macht. Danke, dass ihr euch aufregt. Danke, dass ihr laut und bunt seid und nicht nur am Freitag. Der Widerstand. Der Widerstand gegen die Bedrohungen unseres Planeten, das ist kein Luxusproblem, sondern im Wortsinn lebensnotwendig. Aber die Rettung wird nicht zu schaffen sein, ohne einen tiefgreifenden Bewusstseinswandel. Lasst uns in diesen Tagen in Dortmund darüber sprechen, wie wir das gemeinsam schaffen können. Wenn ich über unser Zuhause spreche, meine ich auch Heimat. Das Wort ist eine der schönsten und wärmsten Vokabeln unserer Sprache. Wer aber Nation und Volk zum Gott macht, der lästert Gott. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Hass, der Hetzer, der Spalter, der Angstmacher unser Land hässlich macht. Das Unfassbare dieser Tage ist das Attentat auf einen Politiker, offenbar durch einen Rechtsextremisten. Ein Staatsdiener wurde hingerichtet, weil er sich für andere Menschen einsetzte. Wir müssen gegen den Fremdenhass mehr machen. Die Theologin Dorothee Sölle hat gesagt, da kann man nichts machen. Da kann man nichts machen, ist der gottloseste aller Sätze. Man muss was machen, immer. Gegen das Gift des Misstrauens setzen wir unser christliches Vertrauen, unsere Glaubenshoffnung. Hier in Dortmund suchen wir in diesen Tagen nach neuen Wegen. Gegen das Gift des Misstrauens setzen wir unser Handeln. Wagen und leben wir es in den kommenden Tagen. Gott traut uns so viel zu. Der 37. Deutsche Evangelische Kirchentag ist eröffnet. Ich bin, zwar wirklich an mir, fühl mich Kraft in dir. In der
na 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 na, ich kann auf dich vertrauen. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Wir vertrauen darauf, dass Gott unser Bitten hört und dass er uns hilft. Gott, klare Sicht, du vertraust uns. Hilf uns, dir zu vertrauen. Wir wollen Zukunft haben auf dieser Erde. Dafür gehen wir auf die Straße. Gib allen auf der Welt eine klare Sicht auf alles, was die Umwelt zerstört und den Lebensraum von Menschen, Tieren und allem, was lebendig ist. Hilf uns, es anders zu machen. Gott, Wegbereiterin, du vertraust uns. Hilf uns, dir zu vertrauen. Verträge werden eingerissen. Waffenmacht wird aufgerüstet. Wir bangen um den Frieden. Träum mit uns den Traum vom friedlichen Leben und hilf uns, darauf hinzuleben und behutsam miteinander umzugehen. Gott, Grünkraft, du vertraust uns. Hilf uns, dir zu vertrauen. Wir sehnen uns nach Orten der Ruhe. Wir wünschen uns Räume voller Leben. Wir freuen uns am Grünen und Blühen. Gib denen, die die Gesichter unserer Städte prägen, Fantasie und Mut für Oasen, an denen wir zur Ruhe kommen, für Plätze, auf denen wir einander begegnen können, für Wohnraum, genug für alle. Gott, Durchhaltekraft, du vertraust uns. Hilf uns, dir zu vertrauen. Schütze die Liebenden, umhülle sie mit deinem Charme. Stärke die, die sich um andere kümmern. Gib denen, die Kinder großziehen, ein weites Herz und denen, die Kranke pflegen, genügend Kraft. Lass die Opfer von Gewalt und Missbrauch nicht allein. Gib ihnen Kraft, sich anzuvertrauen und lass sie auf Menschen treffen, die nicht wegsehen. Gott, Hoffnungsanker, du vertraust uns. Hilf uns, dir zu vertrauen. Sie brechen auf mit Verzweiflung und Hoffnung und doch warten sie und sterben an unseren Grenzen. Richte auf, die verzweifeln und leiden. Lass sie Halt finden in uns. Sei denen nah, die Leben retten, und schenke denen Lebenslust, die sich unter uns für ein gutes Miteinander engagieren. Wir beten mit den Worten des Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und schenkt neues Leben, es gemeinsam, was euch gegeben. Es wird Stärke euch für den Weg, der Geist Stärke euch in der Zeit. Packt nun eure Sachen und zieht hinaus. Gebt die Welt da draußen, ist euer Haus. Gebt zu allen Menschen und sagt laut, dass Gott uns liebt. Geht nun in diesen Abend und nehmt eine Geste mit, eine Geste des Vertrauens. Greift einen Luftballon und lasst euch ausrichten. Probiert das mal. Greift einen Luftballon und lasst euch ausrichten zwischen Himmel und Erde. Geht in diesen Abend, geht in diesen Kirchentag. Begegnet euch unter dem Segen Gottes. Gott segne dich und behüte dich.
Gott, lasse leuchten das Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott, erhebe das Angesicht auf dich. Und Gott, schenke dir Frieden. Amen. Dank an die Bläser und Bläserinnen. Es ist gut, dass du da bist. Es ist gut, dass Sie da sind, angereist aus ganz Deutschland und der Welt. Begrüßen wir nun unsere Ehrengäste. Wir haben es gerade in dem Gottesdienst gehört: Klimaschutz, Nachhaltigkeit, das wird auf diesem Kirchentag in Dortmund eine große Rolle spielen. Er war gerade in Island, wo er die Staaten gebeten hat, eindrücklich viel mehr für den Klimaschutz auf der Welt zu tun. Heute ist er hier und bei uns und das ist für ihn selbstverständlich. Begrüßen Sie, begrüßt ihr mit mir unseren Bundespräsidenten und ehemaligen Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Bleiben Sie gleich hier, Herr Steinmeier. Ja, Herr Steinmeier ist da, wo Kirchentag ist. Herr Steinmeier, Sie sind im Kirchentag immer schon so verbunden gewesen. Sie haben im Kirchentagspräsidium lange Zeit mitgearbeitet, bis Sie dieses Ehrenamt aufgegeben haben für das große Amt des Bundespräsidenten. Und zu dieser Zeit haben Sie maßgeblich für Dortmund Werbung gemacht. Sie wollten, dass der Kirchentag hierher kommt. Ja, erstens erinnere ich mich gerne an diese Zeit im Präsidium, aber am Ende musste ich mich für ein Präsidentenamt entscheiden. Es war das andere. Wir sind glücklich, dass Sie es getan haben. Das heißt nicht, dass dieses, lieber Herr Leyendecker, das Unwichtigere ist. Im Gegenteil, ich freue mich, wie toll das hier vorbereitet ist. Und in der Tat, ich gehörte zu denjenigen, die gesagt haben, der Kirchentag gehört hier mitten ins Leben. Da, wo nicht alles sauber und alles rein ist, da, wo noch nicht alle Probleme gelöst ist, da noch viel zu tun ist. Und deshalb, glaube ich, sind wir hier in Dortmund an der richtigen Stelle. Herzlichen Dank für den freundlichen Empfang. Und Herr Steinmeier, wir freuen uns auf Ihr Grußwort. Danke, dass Sie da sind. Sie glauben gar nicht, wie toll das von hier oben aussieht. Ganz wunderbar. Menschen ohne Ende. Und das drohende Gewitter habt ihr auch noch aufgehalten. Guten Abend, Dortmund! Einen guten Abend an Westfalen, meine Heimat, und der Laschet natürlich auch ans Rheinland. Ein Hallo all an diejenigen, die aus dem Norden und dem Süden, aus dem Osten, aus dem Westen, aus unserem ganzen Land hierher gekommen sind. Und ein ganz besonderes Hallo, liebe Gäste aus ganz Europa und der weiten Welt. Ich grüße Sie und euch alle. Guten Abend, Kirchentag.
Was für ein Vertrauen, liebe Schwestern und Brüder, was für ein Vertrauen, das ist unsere Losung. Weil wir vertrauen auf Gott und auf unsere Fähigkeiten, diese Welt zu einer besseren zu machen, genau dafür sind Hunderttausende auf diesen Kirchentag gekommen. Und als Bundespräsident füge ich hinzu, unser ganzes Land ist auf Vertrauen gebaut. Es ist kostbar, dieses Vertrauen. Und es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Das zeigt doch ein Blick in die Welt um uns herum. Wir in Deutschland, wir dürfen vertrauen in Rechtsstaat und Demokratie, in eine Verfassung, die uns seit 70 Jahren trägt. Vor wenigen Wochen haben wir erst ihren Geburtstag gefeiert. Und ich finde, es hat uns erstaunlich weit gebracht, dieses Grundgesetz, sein Geist und seine Institutionen. Meine Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, gehen wir bitte sorgsam damit um. Warum? Auch diese Verfassung beginnt mit Vertrauen. Sie beginnt sogar mit einem ganz erstaunlichen Vertrauensvorschuss. Unsere Verfassung sagt, alle Bürgerinnen und Bürger verdienen Vertrauen. Es gibt keine Deutschen erster und zweiter Klasse, keine, die mehr dazugehören und keine, die sich das Dazugehören erst verdienen müssen. Nein, so unterschiedlich. Nein, so unterschiedlich wir sein mögen, wir alle haben unsere Wünsche und Träume und wir alle haben ein Wörtchen mitzureden an der Zukunft unseres Landes. Machen wir bitte Gebrauch davon. Demokratie und Freiheit sind angewiesen auf die, für die sie streiten. Also, Brüder und Schwestern, mischt euch bitte ein. Und einmischen, das heißt mit Blick auf unser Land heute, wir dürfen nicht hinnehmen, wenn dieses Vertrauen bröckelt, wenn Wut oder Frust oder Gleichgültigkeit sich breit machen. Liebe Schwestern und Brüder, nicht jeder, der sich abwendet, ist schon gegen die Demokratie. Aber jeder, der sich abwendet, fehlt der Demokratie. Und deshalb dürfen wir niemanden Achselzucken ziehen lassen. Meine Damen und Herren, wir müssen werben und streiten für Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie und das mit Überzeugung und mit Leidenschaft. Vertrauen verdienen alle. Die Menschen hier in der großen Stadt, aber auch diejenigen auf dem Land. Vertrauen verdienen die Menschen im Westen und im Osten unseres Landes. 30 Jahre nach dem Fall der Mauer erinnern wir uns gern an den großen Mut der friedlichen Revolutionäre, an die Hoffnungen, den Aufbruch, die Kraft jener Zeit. Aber wir wissen, es gab auch Brüche und Härten. Verlust und enttäuschte Hoffnungen. Viele dieser ostdeutschen Geschichten sind noch nicht erzählt oder im Westen schlicht nicht gehört worden. Bis heute sind die Geschichten aus Ostdeutschland immer noch kein so fester, so selbstverständlicher Bestandteil unseres gemeinsamen Wirs geworden wie die Geschichten des Westens. Und ich finde, im 30. Jahr der deutschen Einheit, es ist höchste Zeit, dass sie es werden. Das müssen wir uns vornehmen für dieses Jubiläumsjahr. Vertrauen verdienen die jungen Menschen, die sagen, wir haben doch noch das ganze Leben vor uns. Wir erwarten von euch, dass ihr diese Erde lebenswert weitergebt an uns und an die, die nach euch kommen. Das ist ein Ruf zuallererst an Politik und Regierungen, völlig klar. Aber machen wir es uns nicht so einfach.
Wenn wir wollen, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir wollen, dass unsere Kinder auf dieser Welt eine Zukunft haben, dann müssen wir sehr viel mehr tun. Dann müssen wir unsere Regeln, unsere Wirtschaften, unsere Technologien und ja, auch das, dann müssen wir unser eigenes Verhalten ändern, meine Damen und Herren. Und Vertrauen verdienen Brüder und Schwestern aller Glaubensrichtungen. Vertrauen verdienen die muslimischen und die jüdischen Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Sie vertrauen unserem Land und haben selbst Vertrauen verdient. Kein Jude, keine Jüdin soll sich fürchten müssen, auf deutschen Straßen Kippa zu tragen. Solange Jüdinnen und Juden kein Vertrauen haben, solange sie nicht vollkommen sicher und hier zu Hause sind in dieser Republik, solange darf unser Land nicht ruhig schlafen, meine Damen und Herren. Und auch das Vertrauen verdienen die zigtausenden, die in Kernarbeit unserer Demokratie ihren Dienst leisten, im Kreistag, im Gemeinderat, in Rathäusern, in Parlamenten. Sie verdienen nicht nur unser Vertrauen. Sie verdienen Respekt. Sie verdienen vor allem Schutz vor jeder Form von Herabwürdigung, von Hetze und roher Gewalt. Und vielleicht erleben wir gerade in diesen Tagen, wie kurz der Weg von verrohter Sprache bis zur Straftat ist. Das abscheuliche Verbrechen in Kassel, das hat uns alle erschüttert. Und schon der Verdacht, dass in diesem Land, einem Land mit dieser Geschichte, jemand, der für die Demokratie gearbeitet hat, hingerichtet wird durch einen politischen Mord, mutmaßlich begangen von einem überzeugten Rechtsextremisten und dem die einige im Netz dann auch noch Beifall klatschen. Das, meine Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, das ist alles furchtbar und unerträglich. Und deshalb muss dieses Verbrechen umfassend und schnellstmöglich aufgeklärt werden. Auch das entscheidet über Vertrauen in unseren Rechtsstaat und Vertrauen in unsere Demokratie. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn wir in den nächsten 4 Tagen über Vertrauen sprechen, dann denken wir nicht nur an die Sorgen der Gegenwart, sondern blicken wir vor allem in Richtung Zukunft. Der Zukunft vertrauen, das fällt vielen Deutschen heute nicht leicht. Und natürlich hat das immer auch mit politischen Umständen zu tun, und ich kenne ja die Fragen. Ist die Regierung genügend handlungsfähig oder sind die Parteien zu sehr mit sich selbst beschäftigt? Haben sie die Erwartungen und Sorgen der Menschen genügend vor Augen? Sind sie vorbereitet auf die Herausforderungen der Zukunft? Das alles sind wichtige Fragen. Ich glaube aber, der Mangel an Zukunftsvertrauen geht sehr viel weiter und tiefer in die Lebensbereiche hinein. Viele schauen da mit großen Sorgen auf eine digitale Zukunft, auf eine Welt, in der Computer, Roboter, Big Data, künstliche Intelligenz immer tiefer eindringen in Wirtschaft, in die Arbeitswelt, in unseren Alltag. Und viele fragen sich, können wir Schritt halten mit den gewaltigen Veränderungen um uns herum? Können wir Richtung und Geschwindigkeit der Entwicklung eigentlich beeinflussen? Bewahren wir das, was uns ausmacht, den Kern des Menschseins, bewahren wir das auch in der digitalen Zukunft? Ich bin sicher, das sind Elementarfragen, die Menschen haben, die nicht jeden Tag genauso formuliert werden, die aber, denke ich, Grund sind für manche Unsicherheit und manche Verzagtheit. Ich sage das, weil ich dankbar bin, dass sich der Kirchentag
auch dieser schwierigen Fragen annimmt. Genau das hat den Kirchentag nämlich immer ausgezeichnet. Wir wollen die Welt nicht nur beschreiben, wir wollen sie erst recht nicht nur beklagen, sondern wir wollen sie mit unseren, mit ihren Ideen zum Besseren verändern. Das ist Aufgabe, selbstgegebener Auftrag des Kirchentags immer gewesen. Denn, ob digital oder analog, die Zukunft ist ungeduldig, daher lasst sie uns anpacken. Für ein friedliches Zusammenleben in der Gesellschaft, für Verständigung zwischen den Völkern, für Klima und Umwelt. Wir können vertrauen, weil wir glauben, dass Gott den Menschen vertraut. Und weil Gott uns vertraut, suchen wir nicht das stille Kämmerlein und nicht die Echokammer. Wir suchen Begegnung und Austausch. Unser Glaube ist nicht abstrakt, sondern stellt uns mitten hinein in die Verantwortung für unsere Welt. Also, liebe Schwestern und Brüder, gehen wir es an. Ich wünsche uns allen einen intensiven und ebenso segensreichen 37. Deutschen Evangelischen Kirchentag. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bundespräsident. Als Zeichen der Ökumene und der Verbundenheit sind wir nun glücklich, dass uns der katholische Bischof begrüßen wird, der Erzbischof von Paderborn. Auf dem Gebiet der Evangelischen Kirche von Westfalen gibt es drei Bistümer: Münster, Essen und Paderborn. Dortmund gehört zu Paderborn. Viele Katholikinnen und Katholiken haben hier vor Ort engagiert im Vorfeld mitgeholfen. Sie haben Betten gestellt, Quartiere bestellt, ganz viel mitgemacht und sind froh, dass wir heute hier sind, in Ihrer Stadt, in Ihrem Westfalen. Ja, und wir freuen uns jetzt sehr, hallo in Dortmund, Sie hier auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Begrüßen Sie den Erzbischof Hans-Josef Becker. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, liebe Schwestern und Brüder, liebe Gäste aus nah und fern, im Namen der eben erwähnten Bistümer Essen, Münster und des Erzbistums Paderborn grüße ich Sie alle zu Beginn des Evangelischen Kirchentages und sage herzlich willkommen in Dortmund, der Stadt, für deren Menschen ich auch als Erzbischof von Paderborn Bote des Evangeliums sein darf. Der Evangelische Kirchentag 2019 findet im Kontext des Ruhrgebietes, der bedeutenden Industriezentrale des Landes Nordrhein-Westfalen, statt. Die drei Bistümer, Essen, Münster und Paderborn, sind mit den Menschen dieser Region und ihren Wünschen und Sorgen zutiefst vernetzt. Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihrem Herzen seinen Widerhall fände. Mit diesen Worten der Pastoralkonstitution der Kirche in der Welt von heute hat bereits damals das Zweite Vatikanische Konzil in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts deutlich gemacht, wie sehr die Kirchen ihren Platz bei den Menschen in Not hat und dass es ihr erster Auftrag ist, an der Seite der Menschen ihren Lebensweg mit der frohen Botschaft zu begleiten, zu deuten und zu trösten. Dies geschieht in vielen Bereichen schon seit langem in ökumenischer Gemeinschaft mit den Geschwistern der Evangelischen Landeskirche von Westfalen, der Lippischen Landeskirche und den anderen christlichen Kirchen. Das soll ja auch im Programm dieses Kirchentages erkennbar werden. Was für ein Vertrauen! Das Leitwort aus dem zweiten Buch der Könige stammt aus einer Kriegsbedrohung des Volkes Gottes, aus einer Zeit, in der die benachbarten Völker noch auf die Kraft und Hilfe ihrer Stammesgötter setzten. Unser Gott rettet. Das ist ja eine Grundbotschaft, die sich durch alle Bücher der Heiligen Schrift zieht.
Der Gott Israels offenbart sich als der wahre Gott, der die Menschen rettet, denn die Zeit der Stammesgötter ist vorbei. Das Osterfest schenkt uns ja jedes Jahr neu die Gewissheit und endgültige Klarheit, dass in Jesus Christus endlich und endgültig das Reich Gottes gekommen ist, der Retter der Menschen. In einer so multireligiös und multikulturell geprägten Stadt wie Dortmund ist es eine wichtige Aufgabe der christlichen Kirchen, gemeinsam mit den Mitgliedern der anderen Religionen die Friedensbotschaft zu leben und für die ganze Gesellschaft fruchtbar zu machen, damit der Stadt und des Landes Bestes in der Achtung voreinander und in der gemeinsamen Arbeit miteinander wachse. In diesem Sinne wünsche ich dem Evangelischen Kirchentag hier in Dortmund in der Zuwendung zu den gesellschaftlichen und kirchlichen Themen und Problemen unserer Zeit gute und zielführende Diskussionen und Gespräche. Möge das Vertrauen in Gottes Wort auch die Verheißung der guten Zukunft miteinander hier in der Stadt Dortmund, in unserem ganzen Land und in unseren Kirchen stark machen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Erzbischof. Ja, unsere Bläser und Bläserinnen, Sie sind der Sound des Kirchentages, Sie sind der Klang der Eröffnung. Und jetzt wollen wir Sie noch einmal hören, zusammen mit unserer Kirchentagsband Jubilation. So, wollen wir nun den Landesvater begrüßen, Armin Laschet. Seit 2 Jahren ist er Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, unserem gastgebenden Bundesland. Zum Kirchentag wird ja von der Landeskirche, der gastgebenden Stadt und dem Bundesland eingeladen. Und Herr Laschet, Sie haben für Ihr Tun 3 feste Säulen, Ihre Familie, natürlich das politische Dasein und Ihren Glauben. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Die ganzen Stationen Ihres politischen Lebens werde ich jetzt nicht aufzählen. Sie sind hier zu Hause, man kennt Sie. Begrüßen Sie bitte mit mir den Ministerpräsidenten Armin Laschet. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 37. Deutschen Evangelischen Kirchentages, liebe Mitchristinnen und Mitchristen, herzlich willkommen in Nordrhein-Westfalen. Unser Land ist stolz darauf, dass dieser Kirchentag in diesem Jahr hier stattfindet. Und diese Region weiß, was das heißt, sich zu wandeln. Kohle und Stahl hat diese Stadt geprägt. Bis heute ist hier die chemische Industrie, Aluminium, viele Menschen
setzen auf ihre Arbeitsplätze. Und vor 50 Jahren gab es in dieser Region keine einzige Universität. Nur Menschen, die hart gearbeitet haben. 1000 Meter unter der Erde zum Teil, unter einem Risiko für ihr Leben. Und heute? Heute gibt es 280.000 Studierende. Heute ist das wahrgenommen worden, was Willy Brandt einmal gesagt hat, was er sich wünschen würde und wo alle gelacht haben. Er hat nämlich gesagt, ich wünsche mir den blauen Himmel über der Ruhr. Schauen Sie heute nach oben. Der Wandel ist in Dortmund gelungen. Der Himmel ist blau und die Luft ist besser. Und Dortmund ist grüne Hauptstadt im Ruhrgebiet. Das ist das Erste. Das Zweite, im letzten Jahr war der katholische Kirchentag in Münster, jetzt der evangelische Kirchentag in Dortmund. Aber die beiden Kirchen feiern das ökumenisch zusammen. Das war vor vielen Jahren noch nicht möglich. Und deshalb allen Dank, die an diesem Werk der Ökumene so engagiert, teilweise auch gegen die Oberen in der Kirche gearbeitet haben, dass Christen heute zusammenstehen, katholisch und evangelisch. Was für ein Vertrauen! Die Frau Präses hat gesagt, das kann Aufforderung sein, das kann Frage sein. Ich glaube, für uns, die wir politisch tätig sind, muss es eine Mahnung sein. Über das Vertrauen, das in der Kirche nicht erfüllt wurde, bei Kindern und anderen, ist im Gottesdienst gesprochen worden. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen, wo das Vertrauen in den Staat nicht erfüllt wurde. Mehmet Kubasik, ein Kurde, verfolgt, hat Deutschland vertraut, ist nach Deutschland gekommen, hat in Deutschland um Asyl nachgesucht, hat in Deutschland Asyl bekommen, hat sich angestrengt, hat die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen, hat sich selbstständig gemacht, hat einen Kiosk hier in Dortmund betrieben, hat seine Familie ernährt. Und dann ist der rechtsterroristische NSU durch das Land gezogen, über 6 Jahre Menschen ermordet, Familienväter, die diesem Land vertraut haben. Und die staatlichen Institutionen haben es nicht wahrgenommen. Im Gegenteil, sie haben die Familien verdächtigt. Sie haben an den Vorhängen der Ermordeten geguckt, ob Drogenspuren sind, weil ein solches Delikt eigentlich nur im Milieu passieren kann. Und man hat die Augen verschlossen vor einem rechten Terrorismus. Da hat der Staat sein Vertrauen nicht erfüllt. Und wir müssen heute sagen, gerade auch angesichts des Mordes an dem Regierungspräsidenten von Kassel, nie wieder dürfen wir so wegschauen, wie wir das in den letzten Jahrzehnten hier beim Rechtsterrorismus gemacht haben. Das ist der Staat. Menschen haben ihre Ersparnisse zu den Banken gebracht, weil sie denen vertraut haben. Und sie haben in einem entfesselten Casino-Kapitalismus eine Weltfinanzkrise heraufbeschworen, die all die Menschen, die jeden Tag hart arbeiten, im Jahr 2008, 2009 fast an die Grenzen des Ruins gebracht hat. Auch da ist Vertrauen missbraucht worden. Menschen haben ihr Erspartes zusammengelegt und ein Auto gekauft und haben gedacht, die Werte, die man ihnen sagt, die an Umweltschädlichkeit da sind, stimmen. Und sie haben nicht gestimmt und Vertrauen ist verloren gegangen. Und große Medien haben Reportagen geschrieben, wo man Menschen getroffen hat, mit Originalzitaten unterlegt, mit der Situation, in der das Gespräch stattgefunden hat. Und man musste am Ende zugeben, es war alles erfunden, das Gespräch hatte nie stattgefunden. Auf all diesen Ebenen ist Vertrauen verloren gegangen.
Und nun hat die Frau Präses-Kurschus uns eben gefragt, kann denn eigentlich verloren gegangenes Vertrauen wieder wachsen? Eine schwere Frage. Es dauert vielleicht lange. Aber eines ist wichtig, es muss wieder wachsen. Denn wenn keiner einem mehr vertraut, zieht sich jeder noch mehr zurück in seine Filterblase. Erfindet er seine eigenen Medien, seine eigenen Kontakte, weil er den anderen nicht mehr traut, wird Fake News noch mehr blühen, weil es keine Institution mehr gibt, der man vertrauen kann. Und insofern erhoffe ich mir von diesem evangelischen Kirchentag, dass neues Vertrauen wachsen kann. Es gibt keinen Ort in Deutschland und keine Veranstaltung in diesem Jahr in Deutschland, in dem der Austausch so möglich ist wie auf diesem Kirchentag. Es gibt große Events, große Veranstaltungen, aber keinen Ort, wo jeder hingehen kann, wo jeder eine Frage stellen kann, wo man nicht wie bei YouTube oder bei Twitter mit anonymen Accounts gegen die anderen hetzt oder sie beleidigt, sondern wo man dem anderen gegenüber sitzt, ihn sieht, eine Frage stellt, eine Antwort bekommt, ein Gespräch entsteht. Solche Veranstaltungen gibt es in der Regel nirgendwo mehr. Man trifft sich untereinander auf Parteitagen, auf Konventen, auf Gewerkschaftsbegegnungen. Aber dass jeder einzelne Mensch kommen kann, da sein kann, fragen kann, mittun kann, das gibt es in diesem Jahr nur auf diesem Kirchentag. Und deshalb ist das. Soweit, meine Damen und Herren, unsere Übertragung vom Eröffnungsgottesdienst zum 37. Deutschen Evangelischen Kirchentag und von den Grußworten, die hier gehalten worden sind, unter anderem von Bundespräsident Steinmeier und dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet, beide ungewöhnlich für solche Grußworte politisch. Sie haben es ja mitverfolgen können. Wir beobachten diesen Kirchentag, wie er weitergeht. Morgen melden uns aber erst am Freitag wieder um 10.30 Uhr und werden Ihnen dann einen bunten Bilderbogen von den Geschehnissen hier präsentieren. Einstweilen zurück ins Phoenix-Programm und tschüss aus Dortmund.